Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Haben wir die letzten beiden Spiele gewonnen? Ich glaube, oder? Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht wieder so rum ist, dass ich jetzt wieder die beiden Spiele verliere. Das wäre mir eher nicht so recht. Ich möchte auch die beiden Spiele gewinnen. Schauen wir mal. Okay, das Team ist jetzt nicht so krass. Und ja, dieser Rui, irgendwas Costa, diese Legende, das ist eine Squad-Building-Challenge, deswegen haben die so viele. Aber ist wohl recht teuer, also deswegen, ja, verstehe ich nicht, warum so viele dafür Kohle ausgeben, statt sich mal ein anständiges Team so zu bauen, weil da gab es dann noch viele Positionen, die bei ihm hätten verbessert werden können. Aber die geben es halt lieber aus für die Squad Building Challenge Costa. Ich werde aber auch mal gucken, was man dafür machen muss. Ich habe ja mittlerweile auch einige nicht tauschbare, wertvolle, in Anführungsstrichen, Spieler und naja, mal gucken, inwieweit ich das da voll machen kann. Aber das müssen irgendwelche kranken Anforderungen sein. Wobei ich ganz ehrlich bin, ich habe gar keinen richtigen Bock auf den Spieler, einfach weil den so gefühlt jedes zweite Team hat. Aber natürlich ist es eine 90er-Legende, die wird halt überragend sein. Deswegen würde ich halt nehmen, wenn ich mir holen könnte. Aber er wird zu teuer sein. Da müsste ich schon fast alles über untauschbare Objekte regeln können. Und dann muss ich mal schauen, was sich da so anbietet. Aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, weil die müssen ja wahrscheinlich irgendwie aus irgendeiner Liga sein oder so. Schade, direkt eine Ecke. Aber egal, konzentrieren, so eine Ecke. Aber immerhin noch der Einwurf. Das war mal ein guter Abschluss mit seinem starken Rechten, das gefällt mir. Nicht der allerschwerste, aber trotzdem auch nicht der leichteste. So darf es gern weitergehen. Und war noch nicht mal so platziert, aber trotzdem unhaltbar. Ein Pass, was für ein Pass! Hat ein bisschen Glück. Hätte auch ins Auge gehen können. Ja, komm. Mbappé und wie sie alle heißen, gegen Sokrates, körperlich, können sie natürlich komplett einstecken. Man muss da schon Ibrahimovic oder sowas rennen. War ein schlechter Ballverlust von mir. Oh, das wäre geil gekommen. Oh, und das war Glück. Das war auch Glück. Ich habe nicht flach geschossen, hat er von alleine gemacht. Kann auch sein, dass er abgefälscht war. Scheiße mitgenommen. Das war geil gespielt, schade. So, Kopfballstärke, Sokrates. Ist gar nicht dabei, okay.
Schade. Okay, also der Gegner, sorry, ja, da ist richtig schlecht. Bisher. Ich hoffe, da ändert sich nichts dran. Wir müssen halt noch ein Tor machen, weil ein Tor kann halt so schnell fallen in FIFA 18. Schade. Haben wir nicht gut gemacht. Das hat der Gegner aber auch nicht gut gemacht. Was war das denn? Schade. Versuch's vor allem über außen durchzurennen, wie man sieht. Das macht er eigentlich nicht so gut. Und trotzdem kriegt er hier eine gefährliche Flanke hin. Meine Fresse, eigentlich total uninspiriert und schlecht von ihm. Er schafft es trotzdem dadurch, was Gefährliches draus zu machen. Aber das war halt auch mehr Glück als irgendwie geil gespielt oder so. Nein, nicht klären. Schönes Tor von Gnabry, Doppelpack. Und ja, geht das wirklich schlecht. Also, puh, krass, hätte ich nicht gedacht. Nachdem wir jetzt zwei Spiele in Folge gewinnen, dass wir dann doch so einen schwachen Gegner bekommen. Freut mich natürlich. Schön, dass ich weiß gar nicht, ob er den getunnelt hat oder hat er den an ihm vorbeigeschossen. Ich glaube, hat er an ihm vorbeigeschossen, oder? Das ist richtig gesehen, konnte ich es ja auch nicht. Oh, bricht er ab? Beim 2-0, aber er hat halt auch eigentlich kein richtiges Land gesehen oder baut er nur um. Scheint nicht abzubrechen. Das war eh gleich Halbzeit. Oh, 2-0, wenn er weiter. Also, Abbruch wäre mir natürlich lieber gewesen, weil wenn er weiterspielt, ein Risiko gibt es immer. Beim 2-0, das ist. Wir haben schon 3-0 abgegeben. Wenn wir jetzt das 3-0 noch machen, dann wird er abbrechen, denke ich. Und ich hab's euch gesagt, Origi ist immer derjenige, der die Abpraller macht. Ich sag's euch, das hat was mit deiner Stürmerfähigkeit zu tun. Ich glaube, Jarmolenko ist dann immer zu weit weg oder so. Das ist mein Wasser hier. Ja, und ich würde behaupten, jetzt bricht er ab. Schade, dass wir den halt nicht schon reingemacht haben. Das wäre Dreierpack, also Hattrick für Gnabry gewesen. So geht's auch. Und wieder Origi mit einem Scorerpunkt. So, ich bin mal gespannt. Also ich würde sagen, er bricht ab. Aber ich könnte mich auch irren. Ach komm, mir steht 3-0, Mann. Hätte man sich eine schöne Halbzeit sparen können. Aber okay, dann machen wir das halt. Aber bei einem 3-0, das wird nicht mehr passieren. Ich werde ein 3-0 nicht mehr abgeben. Punkt. So, und deswegen ist das jetzt ja auch für mich hier schon ein halber Sieg auf jeden Fall. Aber natürlich diszipliniert und aufmerksam bis zum Ende.
Auf jeden Fall nicht den Anschluss fressen, weil jetzt wird er total demoralisiert sein. Wenn wir jetzt noch einen Anschluss fressen, dann wird seine Moral wiederkehren. Oder wir machen das 4-0 und jetzt bricht er ab. Na also, haben wir doch alles richtig gemacht. Sehr gut. Jetzt bricht er ab. Sehr schön. Sehr schön. Tore. Gnabry, Arangues, Origi, Vorlagen. Zweimal Arangues, einmal Goretzka. Langsam kommt Gnabry in Fahrt. Mal schauen, wie es weitergeht. Und Coman halt einfach mal überhaupt gar nicht. Mal gucken. Vielleicht muss ich wieder zu Philipp wechseln oder muss dann doch mal auf Ribéry wieder gehen. So, nee. Nee, wir nehmen ruhig die Calcio. Die hat volle Fitness. So, aber jetzt wird halt langsam die Luft dünner. Also jetzt werden auf jeden Fall wieder die extra knackigen kommen, denke ich. Ich denke mal, wird jetzt schon ein Überteam sein. Denke ich, ich tippe auf Überteam. Krasses Team. Ah, zwei krasse Spieler von drin. Buffon im Tor. Aber ansonsten war es das eigentlich schon. Ich weiß nicht, wie man diesen linken, diese Legende bekommt. Aber der rechte Stürmer dieser Info, was war es, Willian oder so, der wird auf jeden Fall teuer sein. War es Willian oder war, habe ich mich gerade verguckt? Nee, es war nicht Willian, ne? Es war Sterling, genau. Tja, schauen wir mal. Oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt, aber die Formation ändert, aber er geht wahrscheinlich aus 4-1-2-1-2. Wenn die Formation angepasst wird, dann fast immer aufs 4-1-2-1-2. Das ist auf jeden Fall die Formation, die am meisten zum Anpa also genutzt wird, wenn angepasst wird. So, jetzt aber wieder konzentrieren und diszipliniert spielen. Ja, da hat Torreira ein bisschen lange Zeit gehabt anscheinend, um Ziel zu nehmen. Ich habe es irgendwie geahnt, aber es ahnt man eigentlich oft so und dann passiert es trotzdem nicht. Aber da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, der könnte passen und oh Gott, da war ja wirklich perfekt geschossen. Also noch perfekter geht nur, wenn er noch ans Alu geht und dann erst rein, weil das, wenn er noch ein Tick weiter außen ist und er hätte noch einen Tick höher gekonnt, aber das ist schon mal krass. Ach, er hat gewechselt, okay. Bakayoko für Parolo. Tja, das ist ein sehr schöner Beginn und ich würde sagen, eines der schnellsten Tore in FIFA 18 für mich. Oh, zum Glück, das hätte schon der Ausgleich sein können. Sterling ist natürlich unglaublich schnell. Ich will jetzt hier nicht den Ausgleich fressen. Lieber noch ein zweites machen. Schade. Schön mitgelaufen von Gedira. Oh, das hat er leider gut gemacht. Und ich scheiße. Ich hätte mich für eine Richtung entscheiden sollen. Das war mal richtig schlechter Abschluss, aber da war auch ultra schwer aus dem Vollsprint da. Danke, Sirigu. Oh, der Sterling ist gefährlich, der Sterling ist gefährlich.
Scheiße. Man macht es auch wieder sehr gut im 1 gegen 1. Oh Gott, das ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Haben lange keins mehr gefressen nach einer Ecke. Jetzt ist es leider soweit. Aber ja, was soll ich sagen? Kann man nichts groß machen. Versuchen jetzt direkt wieder schnell die alte Führung herstellen. Nicht, wenn man so eine Pässe raushaut. Wenn ich jetzt ein Tor gefressen habe, ich habe nicht den Spieler bekommen, den ich wollte. Zum Kotzen. Ach, da ist nur noch einer von ihm. Eieiei. Das war knapp. Och, bin ich blöd. Ich bin richtig blöd, bin ich. Geil. Das war so dumm. Weiß ich nicht, was der Brozovic macht. Scheint gerne über Sterling zu spielen. War natürlich ultra krasser Winkel von daher. Schade. Oh, was macht er denn? Hallo, schade. Wieso ist denn das kein Foul? Geiler Pass.
Scheiße, wir hatten so eine krasse Druckphase und haben es nicht geschafft, uns mit einem Tor zu belohnen. Ärgerlich, aber wenigstens hat man die Druckphase. Das macht ja schon mal Mut für die zweite Hälfte. Komm schon. Also, das hat er gut gemacht, hier mit Vardias den Ball annimmt und dann schießt. Aber wie viel Glück er da wieder über außen hat mit seinen zweiten und dritten Bällen, das war wieder zum Kotzen, aber okay. Egal, wir hatten eine gute Druckphase in der ersten Hälfte, Ende, und die machen wir jetzt wieder rein. Und dann werden wir ein Tor schießen. Toll. Es wäre halt geil, wenn mal irgendwie so ein scheiß Ball rausfliegt. Ey, seit 20 Minuten hier. Es ist zum Kotzen, aber logischerweise will ich auch nicht mit Absicht einen Ball rausholen. Ist ja auch bescheuert. Kommt auch keinen Abschluss mehr hin, ey.
Na also, oh, was für eine schwere Geburt. Oh, was für eine schwere Geburt. Eieieiei. Och, danke, Icardi. Oh, jetzt geht's wahrscheinlich in die Verlängerung. Da können wir Andersen schon mal rausnehmen. Perrin hat echt geil viel Ausdauer. Man merkt, dass er 90 Ausdauer hat. Das ist richtig geil. Gerade bei so einem guten Spieler freut man sich dann natürlich. Logischerweise wollte ich auf Brozovic spielen. Ach du Scheiße. Oh, das hat er ja geil gemacht, mein Außenverteidiger. Zieht halt immer durch und sucht die Flanke. Also, das ist irgendwie sein Ding. Oh, fuck. Nicht auf die Zeit geguckt, das hätte ich einfach mal drauf geschossen. Okay, Verlängerung. Ach, ich wollte eigentlich jetzt Dingens austauschen hier. Wie heißt er? Perisic. Scheiße. Glück gehabt. Was? Oh, nicht heulen, aber es war echt scheiße. Oh, zum Glück, da haben wir gut gestanden, dadurch haben wir ihn zu einem schwachen Abschluss gezwungen.
Ach du Scheiße. Oh, das wäre ein krasses Tor gewesen. Das riecht irgendwie nach Elfmeterschießen, ich weiß auch nicht. Da hat er wohl ein bisschen Abschlusspanik gehabt, also das war ja gar nichts, der Schuss. War auch komplett überzogen. Vielleicht wollte er zweimal schießen, hat nur einmal auf. Ist wie bei mir, weißt du, dass er zweimal schießen wollte und hat nur irgendwie nur einmal geschossen oder auf Schießen gedrückt. Und dadurch nicht flach, keine Ahnung. So, jetzt konzentrieren. Ich merke ja, meine Konzentration ein bisschen abgebaut hat, deswegen. Come on! Oh. Mist. Waren wir auch schon wieder dran. Sehr geil. Oh, ich hab doch direkt auf Schießen gedrückt. Fuck. Zum Glück gut mitgelaufen. Alter Mann! Das war's. Wie kann denn das noch? Oh, meine Fresse, wie geht denn das? So ein Lacker, wie kann denn sein, dass hier 100 Minuten nachgespielt wird? Oh, na macht doch noch Pause, ey. Was für ein Typ. Alter, so unverdient. Ohne Scheiß. Und das ist auf jeden Fall viel länger nachgespielt worden als sonst. Wenn 2 Minuten da steht. So eine Scheiße, ey. Da habe ich wieder eine Sekunde so zeitig aufgehört, weil ich dachte, okay, jetzt wird sowieso abgepfiffen, was ja eigentlich auch normal gewesen wäre. Es wird nicht abgepfiffen. Der macht natürlich dieses scheiß Kacktor, ey. Was für ein Lacker. Egal, bis zum nächsten Mal, euer Paxis.